Wir wählen 96 deutsche Vertreterinnen und Vertreter für das Europäische Parlament. Insgesamt werden 751 Abgeordnete aus den 28 Mitgliedstaaten gewählt und davon eben 96 aus Deutschland. Jeder der Parteien und der politischen Vereinigungen, die jetzt auf den Wahllisten erscheinen, das sind 41 in Deutschland, die haben alle eine Liste, eine bundesweite Liste, bis auf die CDU-CSU, wegen der CSU haben sie Landeslisten. Aber alle anderen haben eine Bundesliste und auf dieser Liste stehen Namen in einer bestimmten Rangfolge. Und je mehr Stimmen dann eine Partei bekommt, desto mehr Abgeordnete oder Kandidaten von dieser Liste kann diese Partei dann nach Brüssel schicken. Wir sind im Europaparlament und sind auch in Fraktionen, in politischen Gruppen zusammen und bestimmen eigentlich die europäischen Gesetze, die Rechtsvorschriften, die von der EU erlassen werden. Dann ist das Parlament auch Haushaltsbehörde der Europäischen Union und erlässt jedes Jahr den jährlichen Haushalt der EU zusammen mit dem Europäischen Rat, mit dem Rat, also mit den Mitgliedstaaten. Und außerdem muss das Parlament auch zum Beispiel Erweiterungen der Europäischen Union, also Beitritte von neuen Ländern zustimmen oder auch Handelsverträge, wenn die EU mit Drittländern etwas vereinbart. Und außerdem ist das Parlament auch, erlässt Resolutionen, weil es ganz wichtig ist, auf Themen, aktuelle Probleme in der Welt hinzuweisen. Und das sind zum Beispiel oft, geht es um Menschenrechte in bestimmten Ländern. Ich glaube, das Problem ist, dass vieles selbstverständlich geworden ist in der Europäischen Union. Gerade auch junge oder jüngere Menschen leben damit und wachsen damit auf, dass sie reisen können, dass sie mit dem Euro zahlen, wenn sie irgendwo hingehen, dass sie Erasmus machen, woanders studieren können oder arbeiten können als Berufsanfänger oder auch später einfach überall ohne Probleme, ohne Grenzen und Passkontrollen reisen können. Und ich glaube, wenn wir da nicht aufpassen und Europa aus irgendeinem Grund sich zerstreitet oder nicht einig wird, dann ist das alles in Gefahr und dann kehren wir dazu zurück, was wir schon hatten. Je nachdem, wen wir ins Europäische Parlament schicken, kann das am besten unsere Interessen vertreten. Und deswegen ist es wichtig, dann auch nicht zu Hause zu bleiben am Wahltag, sondern wirklich seine Stimme abzugeben.